Ich glaube, es wird nicht arg viel besser, wenn ich länger warte. Ich habe hier wir jetzt ganz kurz mal was zusammengestellt, was ich irgendwann mal eigentlich später mal vorstellen wollte, wenn ich mich mehr damit befasst habe. Aber habe gedacht, das kann ich jetzt eigentlich auch schon machen, weil es auch nicht so lange braucht und auch nicht so komplex ist. Und zwar möchte ich euch kurz Homebox vorstellen. Und um das vorzustellen, habe ich hier mal ganz kurz die Problemstellung erklärt. Die kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, nämlich ihr besitzt Sachen. Das ist nämlich ein Problem. Weil da kommt manchmal dann vor, dass ihr halt diese Sachen besitzt und ich habe vergessen, dass ich da auf Dienen muss, ne? Ja, also ihr besitzt diese Sachen und es sind wirklich sehr viele Sachen und irgendwie habt ihr das so vieles habt ihr vor Jahren noch nicht mehr angefasst und ihr sucht davon plötzlich irgendwas, weil ihr habt da eine Erinnerung, ja, ich habe ja noch dieses Kabel irgendwo. Aber wie das halt so manchmal so läuft, habt ihr das so, also irgendwie Projekte, die habt ihr irgendwie rausgeholt und dann irgendwie nicht mehr wirklich eingeordnet und dann sieht es irgendwie vielleicht im besten Fall irgendwie so aus und da sind irgendwelche Boxen und dann teilweise Chaos davor, im schlimmsten Fall habt ihr halt einfach so einen schönen Kabelsalat da und seid so, da ist was auch immer ich suche drin, ne? Deswegen, was ist halt gerade so wirklich mein Problem? Das sind Bilder, die ich heute in meinem Schrank im Flur gemacht habe und das macht mich fertig und das ist, wieso ich mich mit Homebox befasst habe. Literally die gleichen Boxen bei mir Ja, zu Hause ich stehen. glaube, alle haben die gleichen Boxen, es ist pures Chaos Ich drin. habe eure Box, das sehe ich Es überhaupt nicht. war mal eine handliche Lösung, als ich alle auf einmal gesehen habe, aber jetzt sind die halt versteckt. Okay, Ja. ich fasse gerade, das ist ein bisschen. Ja, also ihr seht ja, da ist irgendwie wildes Zeug, es ist komplett durchmischt. Und die Sache ist halt, manchmal suche ich was und dann suche ich sehr lange, weil das ist nicht der einzige Ort, wo es bei mir so aussieht im Moment. Und was sind Lösungen für sowas eventuell? Also was ein paar Freunde von mir mal gemeint haben, ist, sie haben ihre ganze Wohnung inventarisiert und da habe ich gedacht, das klingt voll schlau. Deswegen habe ich mir dann so mich ein bisschen versucht, mit Inventarsoftware zu befassen, weil die Leute haben das halt in Excel gemacht. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich nicht so schlau, das in Excel zu machen. Das habe ich mir aber ein bisschen angeguckt und es sieht dann meistens irgendwie so aus und irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist sehr kompliziert und erinnert mich so ein bisschen an so SAP-Software. Ich glaube, das hier ist Partkeeper gewesen. Ding ist halt, das ist sehr komplex und ich habe auch irgendwie das Gefühl für das, was ich halt machen möchte, nämlich wissen, das Ding ist in der Box. Es ist viel zu viel und bis ich verstanden habe, wie ich diese Software benutze, habe ich wahrscheinlich selber einfach was programmiert. Und deswegen war ich kurz auch verlockt, irgendwie was selber zu programmieren, habe dann aber herausgefunden, es gibt Homebox. Und Homebox ist wirklich eine sehr, sehr simple Inventarsoftware, was so Inventarsoftwares angeht. Es wirkt, als ob es einfach so ein Hobbyprojekt von irgend so einem IoT-begeisterten Menschen ist. Ich habe hier den Link und den anderen Link hier. Und ja, der hat hier drei Punkte dazu im Wesentlichen genannt. Homebox ist simple, hat er gesagt. Das ist in Go geschrieben. Das hat ein sehr einfaches Datenbankmodell. Und ich habe gedacht, bevor ich hier jetzt noch mehr Großpräsi habe, zeige ich euch einfach, wie diese Software aussieht. Das hier ist Homebox. Also Homebox läuft so in so einem Web-Ding im Endeffekt. Das ist eine Web-Anwendung, die habt ihr so irgendwie da und da könnt ihr euch anmelden. Deswegen habe ich schon gemacht, damit ihr das nicht, mich nicht nochmal mich und mein Passwort vergessen muss. Und genau, das zeigt euch im Wesentlichen hier schon mal ein paar Sachen. Ein paar von denen finde ich ein bisschen eigenartig. Zum Beispiel, dass euch einen totalen Wert von euren Objekten anzeigt. Aber ne, hier sind ja irgendwie Dinge. Genau, ich wollte hier, glaube ich, irgendein Item mal anklicken. Zum Beispiel diese Picture Frame. Da habt ihr irgendwelche Objekte drin. Dann hat es irgendwie Felder, so wie Seriennummer, Modellnummer. Da fällt auch schon vielleicht auf, dass es ein bisschen IoT-fokussiert ist, weil das ein paar sehr eigenartige Sachen hat. Zum Beispiel auch, dass ihr markieren könnt, ob Objekte bei euch versichert sind, was ich nicht ganz verstanden habe. Und dann hat es halt noch mehr, so wie ihr habt das Ding irgendwo verkauft und so. Und das sind so die Sachen. Ihr könnt natürlich auch nur die Sachen anzeigen, die wirklich ausgefüllt wurden bei dem Ding. Ja, genau. Wie gesagt, die normalen Felder sind ein bisschen eigenartig, aber ihr habt auch die Möglichkeit, hier eigene Felder aufzubauen. Zum Beispiel könntet ihr sagen, was ist denn das? Das ist ein Bilderframe, also Size vielleicht, und dann schreibt ihr hier irgendwas rein. Und dann hättet ihr das auch irgendwo drin. Wenn ihr das jetzt, glaube ich, speichert, ist es da auch drin. Ja, und was hier auch noch so ein Feature, das ich auch nicht wirklich verstanden habe, ist Maintenance. Da könnt ihr irgendwie so Maintenance reinmachen. Ich vermute, das hat auch irgendwas mit IoT zu tun. Ich habe nicht wirklich verstanden, warum das Feature existiert für mich. Ja, das ist ja natürlich schön und gut, wenn ihr hier jetzt irgendwie Sachen habt, aber wenn ihr nur Sachen reinwerft, dann wisst ihr immer noch nicht, wo sie sind. Deswegen ist es ganz gut, dass es hier so Locations gibt. Also ihr könnt dann, also es ist alles schön genestet, also ihr könnt hier Heidelberg angucken, das ist halt meine Wohnung, die habe ich irgendwie so genannt. Und wo wollte ich reinklicken? Ich wollte in Hallway klicken. Und in Cupboard 2 haben wir hier zum Beispiel irgendwie drei Objekte, die ich bisher getrackt habe. Also ich hatte nur angefangen, das ist nämlich ein riesiges Projekt, irgendwie alles da reinzumachen. Deswegen sind hier so ein paar Dinge, wie zum Beispiel einfach mal diese Kreide oder so. Ja, aber wenn ihr natürlich auch einfach nur immer durchklicken müsst, ist auch ein bisschen sinnlos. Weshalb ihr auch hier habt ihr natürlich auch sowas wie Tags. Also ihr könnt hier zum Beispiel gucken, was habe ich denn alles an Film für Kameras da. Und dann seht ihr, ah ja, ich habe hier den Ilford-Film und der liegt in Box 1. Und dann wisst ihr, Box 1 ist in Shelf. Und dann, wenn ihr zum Beispiel auch bei manchen von diesen Sachen habt ihr natürlich eine riesige Auflistung. Da seht ihr, ich habe hier zufälligerweise eine Kiste, die voll mit Film ist, was irgendwie Sinn gibt. Das ist auch irgendwie auch erst entstanden, als ich das da eingetragen habe. Dass ich die.
Kiste damit gefüllt habe. Ein anderes Feature natürlich auch sehr hilfreich ist einfach, ihr könnt suchen, das heißt, ihr könnt hier einfach eine Lampe eintippen und dann findet ihr alle eure Lampen. Ich habe nur diese 300 Watt Tageslichtlampe hier eingetragen, die ist lustigerweise in einer anderen Kiste, die halt irgendeinen anderen Bezug hat, vielleicht irgendwas mit Cyanotypie, wenn hier so ganz viel Cyanotypie-Quatsch drin ist. Ja, das sind so im Wesentlichen die Kernfeatures, die ihr davon braucht. Was ich hier ganz cool fand, ist es wirklich sehr einfach, neue Sachen einzutragen. Also ich könnte jetzt einfach ein neues Objekt machen. Ich brauche eine Location. Dann würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist in diesem Cabinet hier. Und dann würde ich sagen, das hier ist ein Zahnbürste. Und dann könnt ihr irgendwie eine Beschreibung reinmachen und irgendwelche Label. Das ist jetzt eine chemische Zahnbürste. Und dann könnt ihr das da zum Beispiel create oder create in another. Und es geht relativ flott, Sachen tatsächlich einzutragen, finde ich. Ja, es hat noch ein nettes Feature, womit ich mich mal rumspielen wollte, ist hier bei Tools gibt es ein Asset-ID-Label-Feld, da könnt ihr einen Label-Generator bekommen. Wenn ihr das anklickt, seht ihr, das ist irgendwie so eine komische Sache, die irgendwie sehr anders aussieht plötzlich und das generiert euch so ein Sheet hier. Und das ist, glaube ich, einfach nur gedacht, dass ihr in so einem Heimdrucker in A4 groß diese Sachen ausdrucken könnt und dann habt ihr ganz viele Label, die ihr auf eure Objekte kleben könnt oder eure Kisten. Das sind diese Asset-IDs, die waren vorhin, glaube ich, bei allen Sachen tatsächlich vorhanden. Wollte ich mal mit rumspielen, wirkt aber sehr experimentell im Moment. Das wirkt noch nicht so fortgeschrittenes Feature, dass es wirklich sehr hilfreich ist. Ja, weil was ich nämlich eigentlich gerne hätte bei sowas, ist, dass ich halt die Zahnbürste anklicke und da gibt es hier nämlich auch diesen QR-Code, aber ich habe nicht ganz verstanden, wozu der hier gut ist. Also ich glaube, ich kann das jetzt auf meinem Handy offen haben. Wenn ich das suche, ist es vielleicht hilfreich, aber ja, weiter. Ich habe einfach ausprobiert, was der QR-Code sagt. Der bringt dich auf das Item hier, glaube ich, oder das Asset. Bringt dich auf das Item oder bringt er dir nicht? Ich glaube, das Item. Ich würde es ausprobieren gerade, aber ich habe mein Handy irgendwo an. Ja, Page URL. Das ist also, ich vermute, es ist das Item hier, aber nicht das Asset. Weil das hat ja auch eine Asset-ID hier bekommen. Okay. Das ist auf jeden Fall zu weit weg und Zoom-Fragezeichen, was ist das? Ja, keine Ahnung. Ja, also ich hätte es eigentlich sehr gern, dass es hier natürlich direkt auf deine Item anzeigt. Hier kannst du dir ein Ding drucken und eventuell das Ding halt auch einfach mit so einem Labeldrucker, wie sie halt geläufig sind, auch drucken. Das wäre sehr cool. Das andere, was ich mir gedacht habe, auch ganz hilfreich wäre und was ich gemerkt habe, dass es halt nicht gibt, ist, ich habe das Gefühl, dass ich oft Sachen ausleihe und das ist auch kein Feature hier drin. Was ist los, Nils? Kannst du ein Label auf eine Location machen? Das möchte ich auch. Ich glaube, das geht, weil ich kann hier, diese Location hat auch einen QR-Code. Und das ist eigentlich, was ich haben möchte. Ich möchte jede Box labeln, dass ich sehr einfach dann die Box finde und rausfinde, ob das Zeug noch drin ist. Und eigentlich habe ich das Gefühl, ich hätte hier auch gerne einen Plus-Button. Genau, und ob meine Freunde das mir ausgeliehen haben oder was auch immer. Und ich glaube, wenn ich hier jetzt ein Item hinzufüge, dann fügt es das einfach hier hinzu. Das ist natürlich auch sehr vorteilhaft. Genau. Mein Scan-Modus, ja. Ich glaube, dein Gehirn ist genau dahin abgedriftet, wo ich hingegangen bin, als ich diese Software gesehen habe. Also Nils hat gemeint, die Idee war, dass das halt so gescannbar sein kann, so erst den einen Code scannen und dann das andere Code, dass es halt die Location scannt und dann das Objekt, dass es getrackt werden kann zusammen und weiß dann, dass das da reingehört. Das wäre sehr klug. Das Problem ist, ich habe gemerkt, diese Software ist sehr früh in Entwicklung, die ist nicht wirklich kompliziert und ich habe gemerkt, viel von dem, was ich eigentlich möchte, kann die gar nicht. Was aber auch daran liegt, dass die Software, glaube ich, echt nicht alt ist. Da habe ich gemerkt, ich glaube, der Entwickler ist vielleicht irgendwann dabei, so Features, die ich brauche, zu implementieren. Klang aber auch so, als ob der eigentlich viel anderes noch zu tun hat, weshalb ich sogar sehr verlockt war, einfach Go zu lernen, nur damit ich diese Software hier weiterschreiben kann, weil das irgendwie doch ein Ding war, wo ich gedacht habe, das ist sehr hilfreich und vielleicht eine bessere Basis, als wenn ich selber was anfange. Weil der hat zumindest mal ein Frontend und das macht mir Angst. Ich meine, ab einem gewissen Grad verlierst du halt auch die Simplizität. Das stimmt. Ja. Und ja, da hast du recht. Also ja, die Simplizität geht definitiv verloren, wenn da mehr Features drin sind. Und ich habe mich gerätselt, ob es eventuell ein Fork von mir sein müsste, was dann ist. Je nachdem, was die Vision von dem Maintainer da eigentlich ist. Aber ja, das ist Homebox ist eigentlich ganz lustig. Ich hoffe, das entwickelt sich in gute Richtungen. Und zumindest im Mindestfall, finde ich, ist es eine sehr einfachere Methode, Sachen aufzuschreiben als Excel. Und im schlimmsten Fall kann ich einfach diese Datenbank, da gab es auch einen Export-CSV-Button, einfach raus exportieren und nochmal was anderes draus bauen. Und dann habe ich zumindest mal alle Objekte irgendwo aufgeschrieben. Ja, dann das war es dann tatsächlich mit dieser tatsächlich mal sehr prägnanten, chaotischen Viertelstunde. Offensichtliche Frage,
Box raus. Ja. Und dein Inventarsystem weiß das nicht. Ja, ja. Und was, wie handelst du Entropie? Ja. Also die Frage war, wie gehe ich mit Entropie um? Sprich, ich nehme was aus einer Box raus und die Software weiß das nicht. Das ist auch mein größtes Problem, von dem ich noch nicht weiß, ob das für mich funktionieren wird, weil ich habe leider auch das Problem, dass ich ein sehr entropischer Mensch bin bei vielen so Sachen. Und viel der Probleme ist auch, ich nehme Dinge aus einer Box raus und tue sie nicht zurück. Ich glaube aber auch, dass das Problem zum Teil ist, dass bei mir eben das Zurücktun daher nicht kam, dass ich sehr viele Objekte habe, die kein wirkliches Zuhause in dem Sinne haben. Ja. Und dass ich, wenn ich wüsste, das Ding gehört da rein, dass mein Hirn mich doch dazu zwingen würde, das wieder einzuräumen. Es aber halt im Moment nicht wirklich klar ist, dass es so ist. Und in den Zeiten, in denen ich mal sowas hatte, wo ich zumindest irgendwie Videokabel in eine Box sortiert hatte, habe ich, glaube ich, in meiner Erinnerung auch Videokabel immer wieder zurückgetan. Es ist nur leider passiert, dass ich irgendwas für irgendwas gebraucht habe, dann ist wirklich alles eskaliert und ich habe irgendwie eine Box auseinandergeworfen und seitdem ist da nur noch Kabelsalat. Ich habe zumindest eine sehr dedizierte Box für Kabel, also für so USB-Kabel und so. Ich lege Kabel trotzdem nicht so. Bei mir landen die dann irgendwo und dann brauche ich sie und dann weiß ich, dass ich ein Mini-USB-Kabel irgendwo habe, aber... Also, was natürlich auch möglich ist, ist, wenn es ausreichend gute Disziplin gibt, ich habe auch gemerkt, da ist die UI an der Stelle häufig zu kompliziert, wäre einfach die Box rauszuchecken, als sie ist nicht mehr da. Aber das Problem ist, um Sachen, Item zu bewegen, musst du halt auf Edit drücken, dann die Parent Location ändern auf, meinetwegen in die Küche, ich habe das Objekt verschleppt in die Küche und dann auf Save drücken und jetzt ist das Objekt halt in der Küche. Aber das ist halt auch irgendwie zu kompliziert und eigentlich... Meine Idee für diese Lösung wäre auch gewesen, eine Location zu haben für irgendwo, ja, für nicht zu Hause, ja, für ausgecheckt, aber da muss es halt auch einfacher funktionieren, Dinge dahin zu bewegen. Ja. Ich persönlich bin kein Freund von so Labels und Dinge scannen, weil meine Erfahrung ist, dass irgendwie jedes einzelne Ding zu scannen und zu labeln und sowas nicht praktisch ist, aber... Berichte mal. Ich finde das spannend, dass du das vorstellst, weil ich auch schon seit längerem sowas will. Und wenn das in Go geschrieben ist, ich muss kein Go lernen, wenn ich das anders will. Ja. Ja, das ist. Ich habe leider immer noch die Befürchtung tatsächlich, dass es keine Software gibt. Ja, also Sinnhaftigkeit ist, glaube ich, zweihaftig. Die eigentliche Sinnhaftigkeit für mich ist, ich habe halt sehr viele Objekte, die ich jahrelang wirklich nicht anfasse und dann irgendwann suche. Der eine Sinn ist, dass ich dann immer noch weiß, wo es ist. Das Problem ist bei diesen hochfluktuierenden Geräten und Objekten, die ja eben schon kurz angesprochen wurden, die ich einfach rausnehme und nicht wieder zurück tue oder so, da weiß ich immer noch nicht ganz gut, wie ich hiermit umgehe. Es ist vielleicht einfach das Sinnvollste, wie eben vorgeschlagen, dass ich einfach eine Location habe, die halt dann irgendwo ist oder so, oder mein Tisch oder was auch immer. Aber es ist nach wie vor ein bisschen kompliziert, das zu ändern. Wie gesagt, es kommt darauf an, für was willst du es einsetzen? Ja, ja. Das wäre auch schon... Ich habe auch die Vermutung, dass es mich eventuell zu mehr Disziplin im Dinge aufräumen räumt, wenn ich mal drüber nachdenke, wo Sachen sein sollten. Weil ich vermute immer noch, dass das ein großes Problem ist. Deswegen habe ich die Befürchtung, nee, eigentlich die gute Vermutung, dass ein Nebeneffekt von ich mache mal ein Inventar eigentlich ist, dass alles mal irgendwie einen Platz hat, wo es sein soll und dann mein Hirn eventuell irgendwie gezwungen genug ist, Dinge zurückzutun. Und ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich habe die Hoffnung, dass es so ist. Und das, ja. Aber ja, es hängt dann auch davon ab, ob ich Energie habe, so Sachen wieder wegzuräumen. Wer weiß, werde ich mal sehen. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Aber auf jeden Fall ist es tausendmal angenehmer als alles andere, was ich vorher überlegt habe. Ich habe so über Barcode-Scanner und so nachgedacht und dann habe ich gemerkt, das brauche ich alles nicht, weil das geht alles mit QR-Codes und Software-Quatsch. Und mit wirklich alle Objekte tracken habe ich auch gemerkt, es gibt keinen Sinn, wirklich alles zu tracken. Weil es gibt so viele so Consumables, habe ich gemerkt, bringt es einfach nicht, in ein Inventarsystem einzutragen, weil ihr die irgendwie auch häufig genug benutzt. Also zum Beispiel, ich könnte da natürlich alles im Bad eintragen, zum Beispiel so Zahnpasta und so, aber es bringt halt nichts, Zahnpasta da reinzumachen, wenn sowieso meistens Zahnpasta da ist. Zahnpasta eigentlich ein alltäglich hinreichend omnipräsentes Ding ist, dass ich das eigentlich weiß, ob ich es habe oder nicht. Es ist halt schwierig bei Dingen, die seltener als täglich benutzt werden, irgendwie zu wissen, ob sie noch da sind.
oder zu wissen, dass ich sie besitze. Und Dinge, die vor allem nicht sichtbar sind, weil das ist gerade auch mein Problem. Diese Bilder, die ich gezeigt habe, sind aus so einem Einbauschrank im Flur. Da sehe ich einfach nicht, was drin ist, wenn die nicht offen sind. Aber ja, ich glaube, ich höre jetzt auch mal auf, weil mir fällt auch nicht mehr so viel ein, außer jemand hat noch eine Frage. Nope.